Frazier. Down goes Frazier. Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lapan. Herzlich willkommen zwischen den Runden der Boxtalk Podcast Folge Nummer 3. Finn, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben einige spannende Themen. Hallihallo, liebe Boxfreunde, lieber Nils. Schön, wieder dabei zu sein. Ja, in der Tat haben wir heute einiges zu besprechen. Das wird interessant. Die Gerüchteküche, die brodelt wieder gewaltig, lieber Finn. Reden wir als erstes über die ganz schweren Jungs. Anthony Joshua ist jetzt ein paar Tage her. Da hat er Joseph Parker besiegt. Ein bisschen, langweilig kann man sagen, war der Kampf, aber wieder einen guten Mann gelegt, der Joshua. Der nächste steht in den Startlöchern. Da wird ja überall diskutiert. Wer ist der nächste? Ist es Wilder? Ist es vielleicht jemand anderes? Jemand, den man nicht so auf dem Schirm hatte? Jetzt ist einer aufs Tableau gerufen worden, den man vielleicht nicht in der ersten Reihe jetzt erwartet hätte als Joshua-Herausforderer. Aber trotz allem ein starker Mann. Du weißt, von wem ich spreche. Genau, ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, ist Alexander Povetkin, der ja auch auf der Undercard des Joshua-Kampfs dabei war und einen spektakulären Knockout gefeiert hat. Der wurde von der WBA zum Pflichtherausforderer ernannt. Das hat sein Promoter bekannt gegeben. Und ja, das heißt, jetzt haben wir 30 Tage offiziell Zeit, um sich zu einigen. Ansonsten wird eine Versteigerung angesetzt und dann bestimmt, wer den Kampf austragen kann. Der Kampf soll offiziell, das ist ja laut den Regularien so, in den nächsten 150 Tagen stattfinden. Genau, also zur Versteigerung, das ist das sogenannte Purse Bid. Genau. Kennst du dich damit aus? Kannst du vielleicht ganz kurz mal anreißen, wie das genau funktioniert? Also könnten wir beide, wenn wir jetzt zusammenlegen, könnten wir theoretisch den Kampf versteigern? Ja, da bräuchten wir, glaube ich, eine Promoter-Lizenz für. Also brauchst du jetzt eine Lizenz, musst du haben und dann kannst du theoretisch da einfach einsteigen, ja. Das hat es ja auch schon gegeben, dass da irgendwie eine dritte Partei dazugekommen ist und die hat dann einfach mal Geld auf den Tisch gelegt und dann, ja. Ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Also wenn Povetkin in Moskau zum Beispiel kämpft, stehen die Chancen mit Sicherheit ein bisschen höher, als wenn er in Cardiff, in London, wo auch immer kämpfen sollte, oder? Wie siehst du das? Ja, wenn wir uns zurückerinnern, vor 4,5 Jahren gab es ja schon mal eine Purse-Bid, damals allerdings bei Povetkin gegen Klitschko. Und da hat der Promoter von Povetkin, Andrei Rabinski, ist ein russischer Milliardär, hat natürlich eine richtig fette Summe auf den Tisch gelegt. Ich glaube, das Doppelte geboten, was die Klitschko-Seite geboten hat. Und hat den Kampf dann auch tatsächlich nach Moskau geholt. War aber nicht clever genug, um einen guten Ringrichter zu holen. Klitschko so ein bisschen mal zurecht maßregelt. Und hat auch danach, ein paar Jahre später, den Kampf gegen Wilder ersteigert, der dann nicht stattgefunden hat, aus vielerlei Gründen. Das ist ja immer so eine ganz spannende Sache, dieses Purse-Bid. Ich meine, bei Manuel Char gegen Oquendo war es ja so, dass das Management von Char $1, glaube ich, geboten hat und das Purse-Bid dann verloren hat gegen Oquendo. Das heißt, der Kampf findet jetzt in Chicago statt. Ich aber auch schon Stimmen gehört, dass es da nicht zukommen soll. Zu dem Kampf in Chicago? Nein, dass die Seite von Oquendo hat zwar das Geld offiziell geboten, aber sie haben es eben noch nicht gezahlt und sind eben noch nicht bereit, das Ganze zu organisieren. Da gibt es noch ein bisschen Streitigkeiten. Okay, dann machen wir es doch einfach so. Du beantragst eine Promoter-Lizenz, wir bieten $2 und die Veranstaltung findet dann statt, darfst du dir aussuchen, Hamburg. Ja, genau. Machen wir einfach so. Machen wir jetzt fest. Bei mir im Park draußen. Ganz genau, ist also jetzt geritzt. Ja? Also liebe Boxfreunde, Tickets könnt ihr dann ab der nächsten Folge käuflich erwerben. Tickets zu erwerben gibt es auch für eine tolle Veranstaltung in München, Petco's Fight Night. Da gibt es jetzt ein sehr interessantes Duell. Auch da geht es ins Schwergewicht. Und da haben wir einen Kämpfer, den man lange, lange, lange Zeit nicht im Schwergewicht gesehen hat. Die Rede ist vom Captain Hook, Marco Hook. Ganz frisch kam mir die Meldung, Hook wechselt vom Großgewicht ins Schwergewicht und jetzt ist auch sein erster Gegner benannt worden. Erstmal, finde deine Meinung, Marco Hook im Schwergewicht, wie siehst du ihn da? Was hältst du von dieser Entscheidung? Schwer zu sagen, also
für mich hat Hook zuletzt so gewirkt, als wäre er dann schon ein gutes Stück über seinen Zenit. Also die Niederlagen zuletzt, die waren natürlich auch schon klar und deutlich gegen Bredes und gegen Hook, gegen Usyk. Dementsprechend, ja, hat es die einzige Möglichkeit, die er im Boxsport noch hat, ne? Also im Schwergewicht hochzugehen, weil im Cruisergewicht haben wir gesehen, da gibt es nichts mehr zu holen. Deshalb muss er da hochgehen. Ja, ich weiß nicht, ich bin da noch nicht so entschieden, welche Richtung es da gehen will. Vielleicht will man erstmal versuchen, jetzt in Deutschland so ein bisschen aufzuräumen in der Schwergewichtsszene. Aber ich denke mal, das Ziel von Hook wird sein, dann letztendlich auch einen WM-Kampf nochmal zu bekommen. Ob er das da hinschafft, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, die Frage ist ja jetzt bei Marco Hook. Ich sag mal, im Cruisergewicht tummeln sich natürlich einige technisch hervorragende Leute. Du hast Usyk schon angesprochen. Auch Bredes ist mit Sicherheit ein technisch hervorragender Boxer. Hook kam da ja immer ein bisschen mehr über die Gewalt, über die Wucht, über so ein bisschen Kopf durch die Wand Mentalität. Das könnte natürlich im Schwergewicht dann für ihn ein bisschen zum Vorteil werden, dass er für ein Schwergewichter dann vielleicht doch etwas leichtfüßiger unterwegs ist, wo es in dem Cruisergewicht wahrscheinlich etwas gehapert hat. Den Punch könnte er mitbringen, aber ob dann so die letzte Härte fehlt im Schwergewicht, das muss er dann natürlich noch beweisen. Wobei man muss natürlich sagen, vor ein paar Jahren, vor 6 Jahren, hat er gegen Povetkin gut ausgesehen. In Stuttgart damals, das war eine sehr, sehr enge Kiste. Den Kampf haben auch einige anders gesehen. Ja, war ein enger Kampf, aber wie gesagt, 6 Jahre her. Und ich sehe das nicht ganz so mit der physischen Gewalt oder was auch immer, die ihn da vielleicht einen Vorteil bringen könnte. Ich sehe das eher andersrum, weil die Schwergewichtler natürlich noch viel stärker sind physisch, dementsprechend dieser Vorteil eher aufgehoben wird. Also quasi in so Clinch-Situationen ist es oft so, dass ein Hook dann sich dann im Clinch dann befreit mit Schlägen und so weiter. Und das funktioniert, glaube ich, gegen einen stabileren und wahrscheinlich auch noch größeren Gegner nicht so gut. Also ich bin da noch unentschlossen, aber ich guck da mal, was da so kommen wird und dann werden wir bei Zeiten dann auch näher drüber sprechen. Genau, sein erster Gegner ist jetzt benannt worden. Jakub Saklam heißt der gute Mann. Wir haben Glück, ich kenne Jakub persönlich, habe auch schon einen Kampf von ihm moderiert, durfte ihn in den Ring rufen. Und ich habe sowohl mit ihm als auch mit seinem Manager Detlef Loritz, Manager und Trainer, sprechen dürfen. Wir freuen uns unglaublich, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Wir sprechen mit dem Herausforderer von Marco Hook, wir sprechen mit Jakub Saklam. Heute kam die Pressemitteilung, Riesenknaller, Marco Hook gegen Jakub Saklam im Schwergewicht. Da freuen wir uns alle drauf. Für die noch nicht wissen, wann und wo, kannst du das schon sagen, wann und wo ihr kämpfen werdet? Auf welcher Veranstaltung? Das wird in München sein, bei Petco. Petco ist der Promoter von Hook. Genau, das wird also eine Petco's Fight Night wieder werden und dann Hook gegen Saklam. Genau, das wird in München sein. Du bist bis jetzt noch keinem Gegner aus dem Weg gegangen. Du hast gegen Char gekämpft, du hast gegen Joseph Parker gekämpft, den wir jetzt alle gesehen haben, gegen AJ. Jetzt hast du zum allerersten Mal wirklich eine Vorbereitung. Du warst ja immer sehr kurzfristig. Was rechnest du dir aus für den Kampf? Ich bedanke mich erstmal von Petco diese gute Chance und diese Vorbereitung, dass der mir überhaupt diese faire Chance gibt, dass ich mich 11 Wochen meine aufreise für den Kampf, weil es war nicht immer, ich wusste immer gegen Parker 2-3 Wochen, Solis wusste ich, ich war in Urlaub, Solis 1 Woche musste ich dahin. Also man muss ehrlich sagen, erstmal Dankeschön für Petco für die faire Chance. Und es wird wirklich knallhart für uns beide dieser Kampf sein. Da bin ich mir sicher. Also ist natürlich auch ein Paukenschlag, weil Hook geht jetzt hoch aus dem Cruisergewicht. Da hat man gedacht, okay, der kriegt vielleicht 1-2 Aufbaugegner und dann bekommt er direkt den Skorpion Saklam. Da hat er sich ja direkt eine Hausnummer ausgesucht. Und wie sehen deine nächsten Wochen aus? Vorbereitung, wirst du da in ein richtiges Trainingslager fahren? Bei mir sind die Vorbereitungen so, ich habe immer Schichtwechsel. Ich muss immer 1 Woche früh, 1 Woche Mittag Schicht. Die Woche habe ich zum Beispiel Mittagsschicht. Ich habe jetzt eben 12 Kilometer gelaufen. Jetzt werde ich 8 Stunden arbeiten gehen. Da komme ich um 11 Uhr wieder nach Heim. Und da werde ich im Fitnessstudio, habe ich Schlüssel. Da werde ich auch an den Abend, heute Abend noch 12 Uhr in den Sandsack hauen. Aber
Die Woche kommt auch mein Trainer Detlef Loretz hier bei mein Westerwald hier runter und da tute mich bei Sandsack dann richtig quälen. Jetzt meine ich im Kopf zu haben, dass du gegen Sebastian Tuchscherer noch einen Kampf geplant hattest. Fällt der jetzt aus oder wird er stattfinden? Nee, das wird ja im September sein. Also da wirst du auch antreten. Ist ja September, der ist ja vorher. Ja, also das hat nichts, hat keine Auswirkungen auf den Kampf gegen Tuchel. Nein, hat gar nichts. Nur natürlich, wenn ich mich noch bei Hook irgendwie verletze oder was, weißt du, Handgebruch oder was, dann ist ja natürlich was anderes. Aber sonst würde ich auch gegen Sebastian Tuchscherer boxen. Das ist ja schon mal interessant für alle, die diese Veranstaltung besuchen wollen. Was mich noch interessiert, hast du jemals gegen Hook im Sparring gekämpft oder hast du ihn schon mal in den vier Ecken gehabt? Ne, ich hatte noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber das ist eine Riesenchance für mich. Aber ich muss auch sagen, der Hook ist auch ein Kämpfer wie ich. Der hat sich auch mal gesagt, ich will nicht gegen Box. Der hat auch jeden geboxt. Das sind an den Abend zwei richtige Krieger. Und da freuen sich die Boxfans drauf. Jetzt ist es ja so, du bist seit Jahren im Schwergewicht unterwegs und Marco Hook kommt jetzt hoch. Siehst du dich da im Vorteil aufgrund auch des Gewichts, aufgrund der Erfahrung im Schwergewicht? Auf jeden Fall sehe ich mich im Vorteil, weil ich bin 14 Jahre in Schwergewicht. Ich weiß, wie die Schwergewichtler hauen. Der weiß das nicht. Das ist Schwergewicht ist Königsklasse. Da gibt nichts. Ich werde den zeigen, wie man in Schwergewicht zuschlägt. Hast du eigentlich jemals einen Kampf verloren mit wirklicher Vorbereitung? Na, das war der erste in 14 Jahren erstmal die Vorbereitung. Ohne Vorbereitung, richtige Vorbereitung, hätten die mich nie geschlagen. Nie geschlagen. Auch Josef Parker nicht? Problem war Jacqueline. Der Josef Parker war für mich kein Problem. Ich war einfach an dem Abend fix und fertig. Ich war in der Kabine, wo ich gegen Parker boxen soll, war ich am Einschlafen. Da hat der Detlef gesagt, um Gottes Willen, diese gehen jetzt in den Ring, du bist am Einschlafen. Ich war fix und fertig. Ich habe 40 Stunden geflogen nach Neuseeland. Und von Neuseeland haben die im Vertrag gestellt, ihr müsst Werbung machen für den Kampf. Also das heißt, in Neuseeland ging Flug bei mir weiter. Da habe ich auch dann noch 37 Stunden noch geflogen, Werbung gemacht für den Kampf. Und am Freitag habe ich erst einmal Ruhe gehabt und Samstag musste ich kämpfen. Welche Körper macht dann? Ja. Hast du den Kampf AJ gegen Parker gesehen? Wie hast du den Kampf empfunden? Wie fandst du den Kampf? Das war für mich wie Sparringkampf. Die wollten sich beide nicht wehtun. Das haben viele andere wahrscheinlich auch so gesehen. Jakob, du bist jetzt 41, glaube ich. 41, aber immer noch in der Blüte deines Schaffens. Jetzt kommt Hook als nächstes. Jetzt mal angenommen, du haust Marco Hook K.O. oder gewinnst gegen Marco Hook. Was sind dann deine Ziele? Willst du nochmal nach ganz oben greifen? Man muss an sich nur glauben. Es geht alles. Man muss quälen, quälen. Und guck mal, die Chance habe ich nie gewartet, weil er kommt, dann ist er gekommen. Und wenn ich den Hook schlage, natürlich, das wäre dann für mich eine Riesensache. Also ich und viele andere werden den Kampf gespannt schauen. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger und weiß, dass das für Marco Hook eine Hammeraufgabe wird. Ich bin auch mal gespannt zu sehen, wie du in so einen großen Kampf gehst mit langer Vorbereitung. Und drücke dir natürlich alle Daumen, die ich habe. Und ja, danke dir auf jeden Fall, Jakob. Ja, ich hoffe, wir sehen uns ja da bestimmt in München. Ich werde mit Sicherheit vorbeischauen. Also das kann ich mir nicht entgehen lassen. Also ich freue mich auf riesig dieser Kampf. Ich werde jetzt 11 Wochen meine Arsch aufreißen. Und jeder, der mich kennt, die wissen ganz genau, der Jakob ist eine durch und durch ein Kämpfer. Er wird dafür alles geben. Und natürlich auch ganz wichtig, was sagt sein Trainer, was sagt sein Manager dazu, dass jetzt dieser große Kampf für Jakob Saklam zustande gekommen ist. Er kämpft gegen Marco Hook. Wir sprechen mit seinem Trainer und Manager Detlef Loretz. Knaller Nachricht heute, Marco Hook gegen den Skorpion, gegen Jakob Saklam. Du bist Manager und Trainer von Jakob. Wie kam denn dieser Fight zustande? Ja, Hook möchte ins Schwergewicht aufsteigen und hat sich an einen gesucht, der ihm Paroli bieten könnte. Er hat sich also keine Pfeife ausgesucht, wie viele machen, sondern hat sich einen durchaus starken Schwergewichtler ausgesucht. Und das zeichnet Hook aus. Hook möchte keine
Krücken boxen, er möchte schon gegen die Besten boxen. Und Jakob ist einer der Besten in Deutschland. Und Jakob hat auch direkt Ja gesagt. Das ist für ihn eine Riesenchance. Und er will den Kampf gewinnen. Er kommt nicht ums Geld abzukassieren. Davon geht man natürlich aus. Und jetzt ist Jakob 14 Jahre länger im Schwergewicht als Marco Huck. Ein unglaublich erfahrener und starker Kämpfer. Also chancenlos wird er da mit Sicherheit nicht sein, sondern aus unserer Sicht hat er sogar recht gute Chancen. Und dann ist natürlich die Frage, was plant man danach? Also will man im Seiten von Sacklamps Team dann nochmal wirklich ganz oben angreifen? Ja, es ist so, Huck macht ja nicht gegen Jakob seinen ersten Kampf im Schwergewicht. Huck hat schon gegen Povetkin im Schwergewicht geboxt und hat den Kampf meiner Meinung nach auch damals gewonnen gehabt. Er ist halt eben vom Kampfgericht als Verlierer nachher betitelt worden und er weiß ja, was im Schwergewicht abgeht. Huck ist also ein erfahrener Mann und wenn Jakob ihn schlagen soll, sicher tun wir dann ganz oben nochmal mitmischen. Jakob ist 41 und 41, früher war 41 im Boxen sehr, sehr alt, aber heute ist 41 im Schwergewicht nicht mehr unbedingt sehr, sehr alt. Die Schwergewichter wachsen später, die kommen ja erst mit 36 Jahre meistens. Und also ich sehe ganz gute Chance für den Jakob. Hoffentlich fehlt uns am Ende nicht das Quäntchen Glück, dass man auch für so einen Kampf haben muss. Und ich bin guter Dinge. Jetzt als Trainer ist es natürlich ein bisschen schwieriger, Jakob Sacklamp zu trainieren, als jetzt zum Beispiel Marco Huck, weil Jakob ja noch einen Volltime-Job hat und gar nicht so viel Zeit hat zum Trainieren. Wie macht ihr das denn? Macht ihr das dann morgens oder abends? Also ich finde, Jakob ist nicht schwerer zu trainieren wie Huck. Ich finde, dass Jakob eher leichter zu trainieren ist wie Huck, weil Jakob sieht in mir seinen Trainer und hört auch auf das, was ich ihm versuche zu vermitteln. Wenn er Spätschicht hat, fahre ich morgens zu ihm hoch und wenn er Frühschicht hat, kommt er zu uns runter, so dass wir dann doch unser Training zweimal am Tag machen können. Also ihr trainiert zweimal am Tag, obwohl Jakob noch eine Vollzeitstelle hat? Ja, logisch. Es ist für Jakob wesentlich, wesentlich schwerer, wie es jetzt für Huck ist. Huck hat sein Auskommen, er braucht nicht arbeiten zu gehen, er braucht nicht zu sagen, ich muss jetzt zwei Monate arbeiten und trainieren. Jakob muss arbeiten und trainieren. Ist natürlich für ihn ungleich schwerer, aber Jakob ist im Herzen ein Kämpfer. Jakob hat ja schon gegen andere wirkliche Granaten im Schwergewicht gekämpft. Solis, Cha ist da zu nennen, da ist natürlich Joseph Parker zu nennen. Wo siehst du da Huck? Siehst du ihn da als einen der wirklich stärksten Gegner, die Jakob je hatte? Oder sagst du, da hat er schon schwierigere vor der Faust gehabt? Also ich sehe Marco Huck mit Sicherheit nicht schwächer als die Cha oder Parker. Ich sehe Marco Huck eher etwas stärker als die beiden. Bei Cha hatten wir das Pech gehabt, dass er sich den Arm ausgekugelt hat. Da war Cha kurz vor der K.O.-Niederlage und Jakob hat sich beim Schlag den Arm ausgekugelt. Die Schultergelenke ist rausgesprungen. Bei Parker hatten wir das Pech, dass er ihn richtig erwischt hat. Und dann kann ein Schlag im Schwergewicht nicht alles entscheiden. Das ist natürlich richtig. Und das wird natürlich auch beim Kampf Huck gegen Sacklamp so sein. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns da drauf. Was ist dein Tipp? Wie geht der Kampf aus? Also es wird ein sehr, sehr schwerer Kampf, aber nicht nur für Jakob. Das ist so ein gutes Schlusswort. Detlef, ich danke dir recht herzlich. Finn, du hast den Kämpfer Jakob Sacklamp und seinen Trainer und Manager Detlef Loritz gehört. Großer Respekt wird da der Gegenseite gegenübergebracht, Marco Huck und auch Petko, dass er dieses Matchmaking gemacht hat. Wie siehst du denn diesen Kampf, Huck gegen Sacklamp? Ja, also er hätte sich sicherlich einen leichteren Gegner aussuchen können für sein Comeback sozusagen. Sacklamp ist sicherlich ein Mann, der einiges an Erfahrung mitbringt. Und wir hatten es ja gehört, in dem Fall hat er auch endlich mal eine vernünftige Vorbereitung für den Kampf. Ist ja oft so, dass er halt erst wenige Wochen vor einem Kampf informiert wurde und dementsprechend kaum noch Zeit hatte, sich da gezielt vorzubereiten. Jetzt hat er natürlich weit über zwei Monate Zeit, da sich vielleicht auch auf die eine oder andere Sache von Huck einzustellen. Huck ist natürlich klarer Favorit. Das dürfte in meinen Augen klar sein, aber vielleicht sorgt Sacklamp in dem Kampf für die ein oder andere Überraschung.
Also ich muss sagen, ich sehe den Kampf vielleicht einen Tick enger als du, weil Saklam hat wirklich ja nur gegen die Großen verloren. Ja, also klar, ob man jetzt einen Char dazu zählen muss, das kann jeder selbst beurteilen, aber die ganz Großen, da waren schon Raketen dabei, Olympiasieger Solis, da war Joseph Parker dabei, er hat gerade eben gesagt, wie da die Vorbereitung aussah, oder kam auch natürlich sehr früh das Handtuch, so dass wir nicht wissen, wie der Kampf dann weitergegangen wäre gegen Parker, wobei er natürlich auch da ganz klare Außenseiter war. Aber trotzdem ist Jakob Saklam jemand, der halt wirklich niemandem aus dem Weg geht, und ich glaube ihm das auch, wenn er sagt, er fährt dahin, um auch wirklich zu gewinnen, und ich sehe auch, dass er da nicht chancenlos ist. Also auch wenn Marco Huck mit Sicherheit bekannter ist und auch größere Gegner noch hatte, wird das mit Sicherheit ein sehr, sehr harter Kampf für Marco Huck. Und ich bin sehr überrascht über dieses Matchmaking, muss ehrlich sagen. Also ich hätte gedacht, dass man da vielleicht erstmal nochmal einen Journeyman nimmt oder jemanden, der vielleicht auch einen Namen hat, vielleicht nicht so einen großen in der Schwergewichtsszene wie Saklam, aber einen bekannteren Boxer. Keine Ahnung, Dimitrenko würde mir da zum Beispiel einfallen. Den hätte ich eventuell als Gegner gesehen. Das ist aber auch nicht ungefährlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht jemanden, der auf dem Papier einen guten Rekord hat, aber nicht so eine hohe Knockout-Quote. Das wird ja oft mal so benutzt. Vielleicht eben diesen Belgier, gegen den Agit Kabayel vor einer Weile geboxt hat, Erf Ubo oder so. Ja, der hat auch einen ganz guten Rekord gehabt, aber der hatte auch nicht den großen Punch und auch nicht die vielen Knockouts. Das wäre auch so ein typischer Gegner gewesen, den man da vielleicht genommen hätte, ja. Ja, ich hätte mir schon, also ich habe mir schon gedacht, dass es ein deutsches Duell gibt. Also das war für mich irgendwie, also hatte ich irgendwie ein Bauchgefühl. Da habe ich überlegt, wer könnte da der Gegner sein. Francesco Pianeta hätte auch einer sein können, ein Kampf, den man gut hätte zeigen können. Sind die nicht befreundet? Ich weiß es nicht. Das heißt ja nichts, ja. Also, ja, weiß ich nicht. Meinst du, dass man da nicht in den Ring steigen kann gemeinsam, wenn man befreundet ist? Schon, aber es gibt so manche, die sind so eng, dass sie da nichts nicht machen würden. Ich glaube, Cha und Hook, haben die nicht, glaube ich, schon mal gesagt, dass sie nicht gegeneinander kämpfen würden? Ich weiß nur, dass Vitali und Vladimir nie zusammenkämpfen dürfen. Ja, okay. Dennis Lewandowski wäre auch ein Kandidat gewesen. Aber es wurde sich jetzt für Jakob Saklam entschieden. Wir sind da einig, das ist ein wirklich schwerer Gegner und wird ein harter Brocken. Und ich bin gespannt, wie der Kampf ausgehen wird. Ja, ich auch. Finn, wir hatten in den letzten, am letzten Wochenende auch wieder eine interessante Fightcard. Da hat gekämpft Lara gegen Hurt. Auf der Veranstaltung gab es noch einen weiteren guten Kampf auf der Undercard. Du hast dir die Veranstaltung komplett angeschaut. Erzähl, wie war's? Ja, ganz komplett habe ich sie nicht angeschaut. Aber ich habe die auf jeden Fall, die Hauptkämpfe habe ich alle gesehen. Also das sind dann es gab noch einen Kampf vor den beiden Hauptkämpfen, das war Julian Williams gegen Nathaniel Gallimore. War auch nicht so wahnsinnig interessant anzugucken. Gab am Ende eine Majority Decision für Julian Williams, der auch im Superweltergewicht boxt, genauso wie der Main Event, den wir da gesehen haben, Erislandi Lara gegen Jared Hurt. Dabei ging es um die Titel der WBA und IBF. Und da hat sich ja letztendlich der Kampf herauskristallisiert, den ich so in etwa mir so vorgestellt habe von meinem bildlichen Auge. Erislandi Lara war halt, wie er es halt immer so macht, im Rückwärtsgang unterwegs, hat versucht, sich so ein bisschen dem Kampf zu entziehen und dann immer wieder pointiert mit der linken Schlaghand einzugreifen, um da Akzente zu setzen. Das hat dann auch so geklappt, so für anderthalb Runden. Da konnte den Hurt sehr gut treffen, einige Volltreffer durchgebracht, aber dann hat sich schon bemerkbar gemacht, dass der Druck von Hurt ihm nicht so ganz doll schmeckt, weil er halt nicht in seiner gewohnten Rolle agieren kann. Er musste viel schlagen, viel so eine Halb- und Nahdistanz arbeiten. Und da war Hurt ja durch seine physische Überlegenheit in der Lage, ihm da so ein bisschen zuzusetzen. Wir hatten das letzte Mal angesprochen, Hurt, der speckt immer gewaltig ab vor einem Kampf. Bis zu 10 Kilo, hast du, glaube ich, gesagt, kann er runter machen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, also da fühle ich dann doch deutsch überlegen. Das hat man auch gesehen. Also da war schon ein bisschen mehr Körper im Ring als bei Lara. Genau, ja, das war allerdings der Fall. Das kombiniert mit der Tatsache, dass Hurt auch sehr viel, sehr gut, eine sehr gute Kondition hat und quasi diesen Druck quasi konstant über 12 Runden gehen konnte. Ja, hat dann ihm den Vorteil dann auch wirklich verschafft auf dem Punktzetteln, ja. Na, eigentlich nicht. Auf meinem Punktzetteln hatte Hurt den Kampf, wie man so schön sagt, close but clear schon gewonnen. Also, ich glaube, ich hatte ihn 7-4 Runden vorne nach 11. Und dann kam noch dieser Knockdown, der dann eigentlich noch das Sahnehäubchen oben drauf war, sozusagen 40 Sekunden, glaube ich, vor Schluss. Hätte dann damit fast noch meine Voraussage wäre noch fast noch eingetroffen. Ich hatte ja gesagt, dass eine Late Stoppage für Hurt kommt, aber es war nicht genug Zeit auf der Uhr. Überraschenderweise war der Knockdown aber auf den offiziellen Punktzetteln der Punktrichter entscheidend. Ja. Tja, so kann es manchmal gehen, aber die einzig wahren Punktzettel sind ja deine, wenn du es ja, draußen mittippst. Ja. Das heißt, bei unserer was haben wir für eine Veranstaltung ersteigert? Ich habe es wieder Osquendo gegen Char. Genau. Gibt's dann, bist du der Einzige, der wertet? Ja, ich bin Ringpunktrichter und Security mal. Ja, aber dann brauchst du ja gar nicht Punktrichter. Du bist Ringsprecher. Ich bin Ringsprecher, genau, und dann machen wir Ringrichterurteil. Genau. Und dann gewinne ich einfach. Bin ich neuer Champion. Ja. Was hältst du davon? Ist eine gute Sache. Ne? Einen richtigen und verdienten Sieger gab es aber beim zweiten Kampf, beim zweiten Hauptkampf, Trucks gegen The Gale. Erzähl uns bitte von diesem Kampf. Gab es einen verdienten Sieger? Ich weiß es gar nicht so genau. Es war das Rematch des Kampfes, der im letzten Jahr im Dezember stattgefunden hat, wo Caleb Trucks überraschenderweise dem The Gale den Titel im Supermittelgewicht abnehmen konnte. Ja, es war ein relativ ähnlicher Kampf. Diesmal, De Gale sah früh ganz gut aus, hat er die ein oder andere Runde gewonnen, aber wie es bei ihm so oft in den letzten Jahren der Fall war, in den mittleren Runden abgebaut, sich auf so Halbdistanzgeplänkel eingelassen, dann auch kam es wieder zu diversen Kopfstößen. Der eine resultierte dann auch in einem fetten Cut bei The Gale. Es war ein hässlicher, unansehnlicher Kampf und ich weiß gar nicht, eigentlich hat keiner den Sieg verdient gehabt, weil es gab auch nicht so viele klare Treffer, meiner Meinung nach, wo man sagen kann, dass da auch einer beeindruckt vielleicht mal war. Es gab eine ganz gute fünfte Runde, fand ich. Also die fünfte Runde war ganz... Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Also mein Gehirn hat da schon alles ein bisschen verdrängt. Also wer den Kampf sich nochmal anschauen möchte, reicht eigentlich Runde 5. Die war gut. Rest war sehr dünn. De Gale hat dann gewonnen, hat jetzt seinen Titel wieder und glaub, er will jetzt eine Titelvereinigung machen, entweder gegen Groves oder Ramirez, was je nachdem, wer dann da zur Verfügung stehen wird, aber ich... Das wird eine schwierige Aufgabe für De Gale. Ja, De Gale ist über sein Zenit, meiner Meinung nach, und ich sehe ihn da nicht bestehen. Ja, also sag mal, gegen Kampf, gegen Groves oder Ramirez kann man mit Sicherheit nochmal gut Geld machen. Und was wir natürlich auch immer wieder sagen müssen, ja, auch wenn wir hier mal einen Boxer kritisieren oder nicht gut sehen oder wie jetzt The Gale über seinem Zenit sehen, ja, dann ist das ja Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, also selbst wenn er nur noch die Nummer 5 oder 6 in seiner Gewichtsklasse ist, ist er immer noch ein herausragender Boxer, der Großes geleistet hat. Trotz allem ist es unsere Aufgabe, unsere auch journalistische Aufgabe, sehe ich darin natürlich auch, dass wir auch da mal den Finger in die Wunde legen und auch da mal negative Dinge ansprechen. Trotz allem hat er eine große Karriere natürlich hingelegt und darf auch jetzt nochmal gutes Geld verdienen. Das gönnt ihm auch jeder und das gönnen wir auch jedem, der in den Ring steigt. Also das müssen wir auch nochmal ganz klar unterstreichen. Jetzt war es ja so, ich weiß nicht, wie du das so erlebst, die letzten ein, zwei Jahre, für mein Gefühl
geht richtig was beim Boxen gerade. Also seltsamerweise, seit die großen Sender ausgestiegen sind, gibt es irgendwie tolle Veranstaltungen, tolle Kämpfe, ist eine Spannung im Boxen wie seit langem nicht mehr. Das ist so mein Gefühl. Weiß nicht, ob das was Subjektives ist. Außer jetzt so letztes Wochenende war nicht besonders viel los. Das war so ein kleiner Durchhänger. Dafür haben wir die nächsten ein, zwei Wochen wieder richtig knaller Veranstaltungen. Aber ein Kämpfer hast du noch gesehen am Wochenende, den du auch noch mal kurz erwähnen wolltest. Genau, es gab dann noch am Samstagabend in Frankreich einen Kampf des Olympiasiegers im Superschwergewicht Tony Yoka. Der hat seinen vierten Profikampf bestritten gegen einen Mann, Cyril Leoniette, heißt er, glaube ich. Entschuldigung, also ich bin das Französische nicht so richtig. Hat dann, in der fünften Runde durch Knockout gewonnen. Ist ein Mann, der so ein bisschen gehypt wurde am Anfang. So, trainiert ja auch in Amerika bei Virgil Hunter, der unter anderem Andre Ward auch trainiert. Und hatte mal so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht einer der nächsten Männer ist, der das Schwergewicht so aufräumen könnte. Aber mich hat er bislang in seinen Kämpfen überhaupt noch nicht überzeugt. Warum nicht? Hat er natürlich, wenn du ihn anguckst, so auf Bildern, die perfekte Schwergewichtsphysis, 2 Meter groß, 108 Kilo, top austrainiert. Aber im Ring ist er sehr bieder. Also das Offensiv geht sehr wenig. Er stochert nur so ein bisschen mit der Führhand rum. Es ist alles nur so 1-2, 1-2. Ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, plattfüßig. Also da bewegt sich da wenig auf den Beinen. Und es sieht alles noch sehr, sehr ungeschmeidig aus. Und wenn ich da Vergleiche ziehen muss, Joshua war ja der Vorgänger, der hatte das olympische Turnier damals gewonnen, 2012. Der sah in seinen ersten Kämpfen schon deutlich überzeugender aus, hat die Gegner, die auf dem Niveau jetzt waren, überrollt ohne Probleme. Also ist gut möglich, dass das jetzt nicht der nächste Joshua Klitschko Lewis ist, sondern eher der nächste Audley Harrison. Okay. Das ist eine spannende Vorhersage. Wir werden Tony Yoka natürlich im Auge behalten und schauen, ob das Finn Schröder Gütesiegel beziehungsweise ja, die Mängelrüge, ob die sich auch bewahrheitet. Schauen wir ein bisschen voraus, das war so ein bisschen die Rückschau, jetzt schauen wir mal voraus, was steht an in den nächsten ein, zwei Wochen, und da können wir schon mal sagen, in den nächsten zwei Wochen, da gibt's Hunderte tolle Kämpfe, über die wir sprechen wollen, sprechen müssen, sprechen dürfen. Wir fangen jetzt an, diese Woche schon mal über zwei Kämpfe zu sprechen, die in zwei Wochen stattfinden. Das erste ist ein sehr interessanter skandinavischer Kampf zwischen zwei Schweden. Und zwar Otto Wallin gegen Adrian Granat werden gegeneinander antreten. Mit Sicherheit eine interessante Ansetzung. Auch interessant, dass so in Schweden da so die beiden stärksten Männer im Schwergewicht aufeinander loslassen. Wie siehst du diesen Kampf? Ja, also wenn du mich vor anderthalb Jahren gefragt hättest, wie der Kampf ausgehen würde, damals wurde das auch schon kolportiert, dass es zu dem Duell kommen soll, da hätte ich gesagt, ja, der Granat wird das wahrscheinlich machen. War damals so im Aufkommen, hatte viele Knockouts erzielt. Ja, und dann kam diese völlig überraschende K.O.-Niederlage gegen Alexander Dimitrenko. Erste Runde. Da sah eigentlich auch schon trotzdem schon so aus, als wenn er den Dimitrenko umhauen würde. Der sah auch nicht so aus, als ob er so richtig Bock drauf hatte auf den Kampf gegen Granat. Und dann läuft der Schwede da volle Kanne in Rechte von Dimitrenko und dann ist ja Feierabend. Und das hat einfach gezeigt, dass der Granat wahrscheinlich nicht über das beste Kinn verfügt und vor allem auch gravierende Defensivschwächen aufweist. Also das ist mir auch schon auf anderen Kämpfen aufgefallen, dass der einfach fast in Zeitlupentempo die Führhand, wenn er die entschlägt, so zurückbewegt. Ja. Und den auch mal relativ tief hat. Also das heißt, er ist wahnsinnig anfällig für Schlaghände, den über die seine eigene Führhand drüber geschlagen werden.
Ja, und Otto Wallin ist halt so ein bisschen bieder, meiner Meinung nach, so als Boxer. ist jetzt niemand, der wahnsinnig spektakulär auftritt und ist aber auch 1,97 groß, also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel kleiner als Granat. Also Granat ist ein Schrank. Ich habe den ja auch live gesehen bei seinem letzten Kampf. Das ist wirklich eine Erscheinung. Aber Wallin ist auch ein großer Mann, Rechtsausleger. Und ich glaube, boxerisch der etwas bessere Mann. Ja, ist nicht so leicht zu prognostizieren, weil mich beide jetzt nicht so wahnsinnig umhauen, dass ich sage, das wird in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Ich tippe aber, dass Wallin das macht. Ich habe es ähnlich gesehen wie du, was Adrian Granat angeht. Ist schade eigentlich, ne? Also den habe ich wirklich auf dem Zettel gehabt, ja, vor 2 Jahren. Ich glaube, guter Mann, der hatte eine wahnsinnige Knockout-Quote. Ich glaube, ein Kampf ist er über die Runden gegangen, sonst alles durch K.O. gewonnen. Auch, ja gut, große Namen, Danny Williams. Großer Name ist er, aber nicht im Jahr 2014, als sie gegen ihn gekämpft haben. Auf jeden Fall nicht. ansonsten sehr frühe K.O.s, also sehr, sehr oft erste, zweite Runde durch K.O. gewonnen. Und dann kam der Kampf gegen Dmitrenko und ich war da wirklich geschockt, als ich den gesehen habe. Jetzt ist die Frage, kann sowas mal passieren? Klar, es ist Schwergewicht. Wir sagen immer, ein Schlacker ist entscheidend. Da muss man auch einem jungen Mann das auch mal zugestehen, dass er da in eine Gerade von Dmitrenko reinläuft. Und der ist ja auch nicht, den haben sie auch nicht auf der Straße aufgesammelt, Dmitrenko. Der kann ja zuhauen wie ein Pferd, ja, wenn es da einschlägt. Dann gehen auch 2,02 Meter aus Malmö zu Boden. Und jetzt so ein bisschen, also komplett irgendwie auf verschwunden dadurch, Granat so gefühlt, hat danach gegen einen Georgier gekämpft in Hamburg, du warst vor Ort, vierte Runde TKO und jetzt gegen Wallin in Sundsvall, wenn es so ausgesprochen wird, wahrscheinlich schwedisch Süßwall, nee, das war französisch. Frag mich nicht. Sundsvall, in Sundsvall wird gekämpft, da kommt Wallin ja her. Also Malmö gegen Sundsvall und also auswärts sozusagen, in Schweden auswärts wird da gekämpft. Da muss Granat schon jetzt was liefern. Also wenn er das Talent ist, für das ihn viele gehalten haben, dann muss er auch gewinnen. Ich sehe ihn eigentlich von den Anlagen vor Wallin. Aber ja, mal schauen, wie ihm die Niederlage gegen Dmitrenko ja zugesetzt hat, wirklich auch mental. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wird mal schauen, ob wir sie optisch auseinanderhalten können im Ring. Ja, was man noch hinzufügen kann, ist, dass Adrian Granat sich von seinem Trainerteam getrennt hat und jetzt in der Vorbereitung auch in den USA war, in Detroit, im legendären Kronk Gym und hat dort mit Jonathan Banks gearbeitet, der auch Klitschko in den letzten Jahren betreut hat. Also vielleicht gibt es da eine oder andere Inspiration für ihn, da, die ihm da helfen kann. Mal gucken. Also wir sind gespannt, ist mit Sicherheit ein interessanter Kampf, weil der Sieger, der wird mit Sicherheit auch jetzt nicht gegen einen der Top 3 kämpfen, aber ich bin mir sicher, dass der Sieger ja da oben mal anklopfen darf und vielleicht auch mal den einen oder anderen guten Kampf bekommen wird. Apropos guter Kampf, wir werden noch einen Kampf sehen, in Liverpool wird er stattfinden. Und zwar ein Kämpfer, den man vielleicht auch durch Social Media ein bisschen auf dem Schirm hat, Amir King Khan. Ich weiß, worauf ich anspreche, auf seine viralen Videos. Ja, auf alles Mögliche. Ich meine, der ist wahrscheinlich mehr durch diese Sachen aufgefallen in den letzten Jahren als durch seine boxerischen Fähigkeiten, ja. Das mag so sein, ja. Also macht er gerne mal so den einen oder anderen Trick, führt er davor rund ums Thema Boxen, ob das alles immer schnittfrei, möchte ich mal sagen, und live passiert, das stellen wir jetzt mal so in den Raum, aber ist auf jeden Fall recht unterhaltsam, der gute Mann. Und er kämpft gegen Phil Locreco. Sagt dir dieser Name was? Hast du ihn schon mal gesehen? Kanadier, jetzt für mich noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Nö, ist auch ein klassischer Aufbaugegner eigentlich für Amerikaner, der 2 Jahre knapp jetzt draußen war.
hat ja die Niederlage gegen Canelo Alvarez, die ja relativ verheerend war. Ja. Und ja, war jetzt eine längere Zeit raus und hat bei Eddie Hearn unterschrieben, bei Matchroom in England. Er war ja einige Jahre in Amerika unterwegs, hat längere Zeit nicht mehr auf der Insel geboxt und ist jetzt hier, versucht jetzt hier einen Neustart zu beginnen. Dementsprechend ist das ja Mann, Gegner der Lo Greco, der jetzt nicht beim ersten Luftzug umfällt, aber eigentlich für den relativ anfälligen Khan eigentlich keine allzu große Gefahr darstellen sollte. Hat auch schon gegen Errol Spence geboxt, ist dann 3 Runden K.O. gegangen, was allerdings gegen Errol Spence jetzt nicht so die Schande ist, weil das schon ein sehr harter Puncher ist, aber ist auch zumindest schon mal 10 Runden gegen Sean Porter gegangen. Also das ist ein formidabler Gegner für ein Comeback nach 2 Jahren. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man Halleluja schreit, wenn Khan jetzt gewinnen sollte, muss er aber auch gewinnen. Ja. Interessant, dass so ein Mann wie Amir Khan zu Matchroom geht, meiner Meinung nach, weil scheint ein bisschen über dem Zenit zu sein. Sagen wir mal, in der Grundschule ist er auch nicht mehr, 31 Jahre ist er alt. Ist mit Sicherheit so ein bisschen der Sunny Boy, der Pretty Boy oder einer der Pretty Boys der Boxszene, macht vielleicht auch gerade in neuen Zeiten, wo Social Media wichtig ist, ein bisschen was her. Da wird ein bisschen Marketingstrategie meiner Meinung nach dahinter stecken. Ist so ein guter Mann, Amir Khan, den man auf einer Joshua Undercard als Hauptattraktion noch zeigen kann, bevor dann der große AJ kommt. Aber dass man mit ihm jetzt ganz groß nochmal in der Weltspitze was reißt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich denke, man wird das Ziel haben, ihn schlussendlich gegen Cal Brook zu stellen. Das ist ja so dieses Duell, was seit Jahren im Raum steht, wo Khan aber nie so richtig Bock drauf hatte. Das ist zu Recht, glaube ich auch. Ja, genau, weil Khan wollte ja immer den Mayweather-Kampf haben unbedingt, da hat er ja wirklich verzweifelt nach sagen wir Ausschau gehalten. Ja, und jetzt ist es aber so, dass die Zeit langsam abläuft und er merkt wahrscheinlich, jetzt ist nochmal, könnte er gegen Cal Brook nochmal einen guten Zahltag einheimsen. Ich denke, den Kampf kann man sogar in England als Pay-Per-View bringen. Ja, aber ja, es ist sozusagen die letzte Phase in seiner Karriere. Warten wir es ab. Das sind auf jeden Fall 2 Kämpfe, Otto Wallin gegen Adrian Canas und Amir Khan gegen Phil Lo Greco, die man sich gut und gerne anschauen kann, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Darüber berichten wir aber in der nächsten und der übernächsten Woche. Finn, wir haben noch das Thema Talent der Woche. Ich möchte mal anfangen mit meinem Talent der Woche. Ich hatte beim letzten Podcast gesagt, um im Schwergewicht erfolgreich zu sein oder im Boxen allgemein erfolgreich zu sein, muss man den Vornamen Alexander wählen als Eltern. Mein Talent der Woche hat natürlich diesen Vornamen. Ich glaube, ich hatte ihn auch letzte Woche erwähnt. Alexandra Sarkozy oder Sarkozy. Ich habe ihn einmal in den Ring rufen dürfen. Da wurde mir gesagt, er soll bitte nur Sarko genannt werden. Deshalb mache ich es jetzt auch. Also Alexandra Sarko ist der gute Kämpfer, über den ich sprechen möchte. Unfassbar groß. Also ich glaube, er ist 2,7 Meter groß und hat dafür eine ganz gute Beweglichkeit im Oberkörper, steht noch ein bisschen platt auf den Füßen, aber der junge Mann ist 24 Jahre alt, aktuell nur 152 der Welt, hat jetzt noch gegen keine wirkliche Rakete gekämpft, also gegen typische Leute im Schwergewicht, die da unterwegs sind, Miloš Dovidan zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir der Name bekannt ist. Ja, die üblichen. Ja, über den, also Miloš Dovidan übrigens ist ein wirklich sehr, sehr netter Mensch. Also der ist unfassbar lieb. Früher, als ich noch geraucht habe, stand ich doch gerne mal ein bisschen vor der Halle mit ihm und habe seine Zigarette geraucht, was ganz nett war. Er hat kriegt auch wirklich gute Kämpfer. Ja. Er hat gegen Solis gekämpft, hat, glaube ich, 2-mal gegen Dimitrenko gekämpft, hat gegen Ali Irren Demiresen, über den wir letztes Mal gesprochen haben, hat er gekämpft. Also der kriegt wirklich gute Kämpfer und ist wirklich ein lieber Kerl. Also wer jemanden braucht im Schwergewicht, der auch nach einer Kante aussieht, Miloš Dovidan ist ein guter Mann, den ich auch wirklich persönlich sehr gern habe. Auf jeden Fall, er hat gegen Alexander
Sarko gekämpft, natürlich keine Chance gehabt. Und ja, aber ich möchte weiter über mein ukrainisches Talent sprechen. Hat die Vorbereitung für Pulev, macht er seit 2-3 Jahren. Also immer wenn Pulev einen großen Kampf hat, geht es ins Sparring mit Alexander Sarko. Wie gesagt, ein Riesentyp, 2,7 Meter und noch sehr jung. Und ich glaube, dass man ihn im Auge behalten sollte, gerade natürlich aufgrund seiner Größe, sehr, sehr interessant, unglaubliche Reichweite, müsste noch so ein bisschen austrainiert werden, meiner Meinung nach, so ein bisschen der letzte Punch fehlt, glaube ich, noch, also macht natürlich noch sehr viel über seine Größe aktuell, da müsste noch ein bisschen mehr kommen, was die Technik und was die Härte angeht, alle Anlagen bringt er mit, so ein bisschen die ukrainische Mentalität ebenfalls, also jemand, der noch sehr jung ist, sehr groß ist, sauberer Kampfrekord, 7 Kämpfe, 7 Siege, 6 davon durch K.O., den sollte man im Auge behalten. Ja, ich glaube, er war auch schon bei Klitschko und bei Povetkin im Trainingslager, habe ich es, glaube ich, mal bei Instagram gesehen. Das mag gut sein, ja. Ja, das ist natürlich auch immer hilfreich, wenn du dann so in den ganzen Trainingslagern unterwegs bist und einige Sparingsrunden gegen solche Leute machst. Du bist ja attraktiv, so als Riesenkerl, da bist du ja schon so ein Unikat. Richtig. Da gibt's nicht so viele, die so groß sind. Da wirst du dann gerne mal gebucht und das ist natürlich neben dem finanziellen Anreiz natürlich, den man als Sparringpartner dann hat, auch kann man eine gute Erfahrung sammeln. Und das ist ja wirklich so, ja. Es gibt auch verschiedene Strategien ja beim Boxen. Also man muss jetzt mal sagen, jetzt als Manager von Alexander Sarko zum Beispiel, genau wie du es gesagt hast, der ist 2,7 Meter, ja, der kommt aus der Ukraine. Das ist natürlich jemand, den buche ich gerne, ja, weil wenn der in den Ring reinkommt, dann stockt in den ersten 3 Reihen stockt der Atem und bis zur 4. Reihe hast du einen Schatten, den er wirft. Und dafür zahlen natürlich auch die Leute ganz gut. Und jetzt ist die Frage, baue ich so jemanden jetzt 10 Jahre auf mit einem perfekten Kampfrekord, dann kämpft er einmal gegen, keine Ahnung, Povetkin, nur mal als Beispiel, geht schwer K.O. und die Karriere ist vorbei. Oder sage ich halt, okay, der Kampfrekord bleibt einigermaßen sauber, wir machen halt 20, 30 Fights, wo wir richtig gutes Geld verdienen. Das ist ja auch eine Strategie. Also man muss ja nicht immer sagen, wir versuchen jetzt mit aller Macht den Kämpfer auf Nummer 1 zu kriegen, sondern eventuell jemanden aufzubauen, der ein guter Gegner ist, der die guten Leute kämpfen kann und aber nebenbei auch noch ganz gutes Geld verdienen kann. Ja, also wir dürfen natürlich nicht da die Augen verschließen, sondern müssen uns auch bewusst sein, dass Boxen natürlich auch eine große finanzielle Komponente hat. Ganz genau, ja. So viel zu meinem Talent, Alexander Sarko, und zu seinen finanziellen Möglichkeiten. Kommen wir zu deinem Talent. Ich denke, der hat auch die Möglichkeit, ein paar Mark 50 zu verdienen. Ja, also ja, auch ein paar Euro vielleicht auch noch. Oder Dollar oder so, wie nach dem. Oder Rubel. Ryan Martin heißt der gute Mann, den ich vorstellen wollte. Ich hatte ja letzten Wochen einmal aus England, dann aus der Ukraine. Jetzt meine ich, jetzt bringe ich mal jemanden aus den Staaten. Ist ein, ja, auch 25 Jahre alter Mann aus Cleveland, Ohio. 21-0 mit 12 Knockouts. Und ich ist halt so auf dem Sprung vom Talent, sagen wir mal, zum Contender im Leichtgewicht. Deswegen habe ich gedacht, dann bringe ich ihn noch mal rein, bevor er dann, sagen wir mal, diesem Talentstatus ein bisschen entsprungen ist. Ja, ist jemand, der sehr erfolgreich war bei den Amateuren, hat diverse nationale Landesmeisterschaften gewonnen im Juniorenbereich, ich glaube 7 an der Zahl. Hat einen Amateurrekord von 202 Siegen und 22 Niederlagen. Also das ist schon mal sehr beachtlich. Hätte er damals, das ist eine lustige Anekdote, bei Jugendweltmeisterschaften 2010 antreten sollen. Allerdings konnte das amerikanische Team damals nicht pünktlich anreisen aufgrund des, ich glaube, isländischen Vulkans, den man nicht aussprechen konnte. Das konnte er nicht mitmachen, dann konnte er sich dann auch nicht für die Jugendolympiade deutlich qualifizieren, also da hat er ein bisschen Pech gehabt. Ist auch ganz knapp in der Olympia-Qualifikation gescheitert, an einen Gegner, der jetzt auch im Leichtgewicht Weltmeister ist, Robert Easter. Das heißt, vielleicht sehen wir in Zukunft da noch so ein Duell, so eine Art Revanche. Dann im Profibereich. Ja, was kann man sagen zu Martin als Fighter an sich? Er ist groß für die Gewichtsklasse, 1,80 Meter,
beim Leichtgewicht, das ist Leichtgewicht-Limit, ist er, glaube ich, bei 61,2 Kilo. Also er ist groß, hat eine 1,88 Meter Reichweite, boxt sehr klassisch, hinter der Führhand, hat aber sehr schnelle Hände und ist jemand, der auch eine große Athletik mitbringt. Hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Ich glaube, der vorletzte Kampf, wenn ich es richtig erinnere, war eine Split-Decision gegen einen Gegner. Da hat er sich ein bisschen schwer getan. Das war wirklich ein enger Kampf, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial. Hatte nicht den idealen Start in die Profikarriere, hat damals bei 50 Cent unterschrieben. Er war ja auch mal im Boxgeschäft in letzter Zeit. Ich glaube, SMS-Box hießen die, ja. Ist grandios gescheitert, insolvent gegangen mit seinem Unternehmen und ja, viele Kämpfer, die er da unter Vertrag hatte, hatten natürlich dann das Problem, dass sie nicht an Kämpfe gekommen sind. Jetzt ist er bei Tom Loeffler unter Vertrag, der ja auch mit Golovkin zusammenarbeitet und das ist sicherlich eine bessere Promotion für ihn, ja. Also ein Kämpfer, der ja hohe Chancen hat, sehr erfolgreich zu werden. Daher auch sein Fightname Blue Chip. Halt für die, die es nicht kennen, also gibt es zwei Richtungen, aus denen er kommen kann. Dieser Name, entweder die sogenannte Blue Chip Aktie, kennt man vielleicht noch von Wolf of Wall Street, was glaube ich, oder auch im Pokern wird im Casino der blaue Chip ist der meistens, der den allerhöchsten Wert hat. Also ganz bescheiden, der junge Mann nennt er sich Blue Chip, also als derjenige mit dem höchsten Wert. Ja, man sagt ja so im amerikanischen Blue Chip Prospect, ja. So in Bezug auf Talente, ja. Genau. Aber kommt, also der Ursprung kommt dann, glaube ich, vom, also diese Blue-Chip-Mentalität ist ja allgemein in Amerika bekannt. Also ein Blue-Chip ist etwas, was ja immer sehr wertvoll ist. Ja. Wenn du das sagst, will ich dir nicht widersprechen. Ja, ich hoffe, dass das wahr ist, was ich hier erzähle, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ist, wenn ich bei Wolf of Wall Street richtig aufgepasst habe. Ja, die Zuhörer können ja mal nachforschen, ob das denn stimmt. Genau, ansonsten gibt es eins hinter die Löffel. Am liebsten von dir und nicht von Adrian Granat oder einem der anderen Kollegen, über die wir gesprochen haben. Finn, es war wieder eine Freude, mit dir über das Vergangene, über das Zukünftige zu sprechen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir ein boxreiches kommendes Wochenende und eine boxarme Woche, denn man muss auch mal ein bisschen runterfahren und sich wieder auf das nächste Wochenende freuen, wo mit Sicherheit wieder tolle Kämpfe stattfinden. Ja, vielleicht kann ich an diesem Wochenende mal ein bisschen mehr das schöne Wetter genießen. Mal sehen, wenn es dann schön wird am Wochenende, ich weiß es nicht genau. Also in Hamburg ist es immer so eine Auf und Ab. ja, ich drücke dir die Daumen. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben und ja. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.